Hallo, einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Magic Unicorns. Ja, ich weiß ja nicht, ob einige es von euch schon mitgekriegt haben, aber ich werde auf jeden Fall morgen am 17.11. nach Berlin fahren, abends, weil ich am 18.11. in Berlin auf das Tokyo Hotel Konzert gehe. Und ja, oh mein Gott, Leute, ich bin so nervös, weil es schon einer von meinen Träumen ist, einmal nach Berlin zu kommen. Und ja, ich möchte da halt einmal hin. Ich meine, ich werde dann nicht besonders viel von Berlin sehen, weil, ja, sorry, dass mein Handy jetzt gerade, mein WhatsApp ist gerade richtig aktiv. Ja, da wir, ja, da ich eigentlich dann am Samstag, nein, Quatsch, da ich eigentlich morgen Abend dann nur den Weg zum Hotel und das Hotel kennenlernen werde. In unserem Hotel sind noch ein paar andere Aliens. Ich grüße euch mal, falls einer von euch zugucken sollte. Und ja, auf jeden Fall sind wir im MK-Hotel. Könnt ihr ja schreiben, falls da auch welche von euch sein sollten. Und ja, dann werden wir da auf jeden Fall noch ein bisschen nach der Ankunft zusammensitzen. Dann gehen wir irgendwann pennen. Dann stehen wir, denke ich mal, so gegen, ja, weiß ich nicht, so gegen 9:30. Ja, kann auch schon 9 Uhr sein, je nachdem, stehen wir auf. Dann geht die Carrie auf jeden Fall, glaube ich, erst duschen und dann ich. Und dann machen wir uns soweit fürs Konzert halt fertig. Und ja, dann machen wir uns in dem Sinne als gemeinsame Gruppe auf den Weg zur Location. Ist ja dieses Mal Black Box. Und ja, ich habe schon gehört, dass die Location sehr klein ist, deswegen ist die Aufregung natürlich noch höher. Ja, ich meine, ich stand natürlich schon beim Oberhausen-Konzert jetzt wieder mega nah an der Bühne dran, ne, trotz dass ich eigentlich das Gefühl hatte, dass ich mega weit weg stehe, aber stand ich irgendwie gar nicht. Und ja, es war halt mega geil. Auf jeden Fall stand ich ja auf der Seite von Tom und da standen die Leute eigentlich auch total vereinzelt. Das war richtig geil. Und ja, naja. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich morgen angekommen bin, dann noch so ein kleines Hotel-Update machen. Oder vielleicht mache ich das dann am Samstagmorgen noch. Ich muss gucken, je nachdem, wie die Zeit das zulässt. Dann werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen, ja, auf dem Weg zu der Location hin und werde dann noch ein bisschen an der Location filmen. Und so, ja, klitzekleine Konzertvideos werde ich mit meinem Handy machen, weil, wie wir ja alle mittlerweile wissen, funktioniert das mit dieser Cam hier nicht gerade sonderlich gut. Und deswegen, ja, muss ich einfach mal gucken. Ich sehe gerade, ich muss die Linse mal sauber machen. Die ist total dreckig. Ja. Also wenn die mich jetzt irgendwie so ein bisschen verraucht sieht, ne, dann, ja, liegt das an der Linse. Naja. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, ja, habe ich ja auch ein VIP-Upgrade. Ich habe ein Scream. Ja, ich finde das besser als überhaupt nichts. Und ja, beim Scream ist man ja ehrlich gesagt auch mega nah an den Jungs dran. Und ja, ich hoffe, ich stehe dann so beim Soundcheck wieder so erste, zweite Reihe. Es wäre wirklich mega geil. Weil letztes Mal war das auch schon total geil. Und ja, mal gucken, vielleicht erkennt Tom mich ja wieder. Oder der Georgie, muss man mal gucken. Ja, ich weiß nicht, Gustav ist momentan so ein totaler Stinkstiefel irgendwie geworden. Der guckt auf den meisten Fotos und in den meisten Videos irgendwie total muffelig. Weil Bill postet ja in letzter Zeit in einer Tour sämtliche Stories. Und ja, wenn er da mal so ein Video macht irgendwie, dann guckt Gustav irgendwie immer total grimmig. Und das eine Mal waren die auch im Tourbus und dann hat Bill halt so gesagt, ja, hallo. Und ja, Gustav nur so, was? Und ja, weißt du, so total pampig irgendwie, ja, habe ich mich dann auch nur gedacht, welcher Elch ist dir auf den Schwanz getreten? Und ja, naja, ja, die Kuh rollt weiter, so ist das Leben, ne? Jeder hat mal einen schlechten Tag, aber ja, keine Ahnung, was bei ihm abgeht. Er guckt auf den meisten Fanbildern eigentlich auch total unfreundlich. Man weiß nicht, was da los ist, aber naja, egal, ja.
Auf jeden Fall das. Und ja, wir gehen dann auf jeden Fall nach dem Konzert, weil wir nach dem Konzert dann noch auf die ganzen Humanoid-Leute warten müssen. Also jetzt nicht auf alle Humanoid-Leute, aber auf einen Teil, weil welche aus unserer Gruppe, die in dem Hotel sind, haben ein Humanoid-Upgrade. Und ja, auf die warten wir dann halt und gehen dann halt anschließend alle noch einen Cocktail oder so trinken. Müssen wir einfach mal gucken. Weil die eine von uns hat am 19.11. Geburtstag und wir wollen halt reinfeiern gehen. Und ja, dann machen wir uns wieder auf den Weg zum Hotel. Dann gehen wir pennen und dann geht so circa um 2:30 mittags geht mein Zug zurück. Sprich, ich fahre dann wieder nach Dortmund und ja, bin dann so kurz nach 17 Uhr wieder in Dortmund und muss dann von Dortmund halt hier hin. Das dauert so circa 20, 27 Minuten ungefähr. Ist also nicht besonders weit und ja, danach mache ich dann vielleicht noch so ein kleines Update, wie ich das Ganze fand und so weiter. Und am Ende versuche ich euch das alles zusammenzuschnibbeln. Ich habe nämlich mittlerweile ein Schnittprogramm auf meinem Laptop gefunden. Yes, nur ja, komme ich damit irgendwie noch nicht so richtig zurecht. Ich muss mal gucken. Ist auf jeden Fall der Windows Movie Maker. Und ja, ist halt dieses Schnittprogramm. Ich habe das eine Mal schon ein bisschen probiert, da habe ich schon so hingekriegt, zwei Videos aneinander zu schneiden. Und vielleicht funktioniert das ja dann auch, aber ja, einfach mal schauen. Und falls irgendeiner von euch am 18.11. auch auf dem Tokyo Tech Konzert sein sollte in Berlin oder mich auf dem Weg dahin sieht oder ich weiß nicht was, könnt ihr mir das gerne auch schreiben. Ihr könnt mich auch gerne anquatschen und ja. Auf jeden Fall freue ich mich halt mega darauf, weil es halt mal nach Berlin geht. Oh mein Gott. Und ja. Also meine Gepäckaufbewahrung wollt ihr garantiert nicht sehen, weil ja, sie besteht aus einer Reisetasche und aus einem Rucksack. Und ja, in dem Rucksack ist noch ein kleinerer Rucksack, weil ich den Rucksack dann auf jeden Fall zum Konzert mitnehmen werde. Und ja, ich habe dann auf jeden Fall mein TH-Hoodie an und habe, wie man auf meiner Instagram, ja, auf meinem Instagram-Account sehen kann, habe ich so Öhrchen. Habe ich so einen Haarreifen, da sind so pinke Öhrchen dran und ja, den setze ich auf jeden Fall auch auf. Also daran wird man mich auf jeden Fall erkennen und ja, ich habe dann halt noch einen Hoodie an und eine Cutout-Jeans mit einer Leo-Leggings drunter und unter dem Hoodie habe ich dann noch einen Leo-Cardigan und einen Leo-Oberteil. Den Hoodie und den Cardigan werde ich allerdings während des Konzerts ausziehen, dass man nur das Leo-Oberteil sieht und ja, naja. Dann ist noch so eine kleine Überraschungsaktion bei Durch den Monsun geplant, wo ich jetzt natürlich nicht zu viel verraten möchte. Da soll der eine oder andere sich überraschen lassen. Und ja, bei Black haben wir auch eine Fanaktion. Hoffentlich funktioniert es. Ich wünsche es mir so und wünsche es den Jungs auch so. Nach der Enttäuschung in Oberhausen. Und ja, naja. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend und sage bis bald. Tschüssi. Alles Einhorn.